Im Mittelschwergewicht vertritt Rudolf Hill die österreichischen Farben. Erster Versuch, 135 Kilogramm. Der Amerikaner Gribaldi beginnt mit 140 Kilogramm. Zweiter Versuch von Hill. 140 Kilogramm. Ungültig wegen Nachdrückens. Der Österreicher bessert aus. Kilogramm wurden aufgelegt, Betzold, DDR. Radev, Bulgarien. Ocimek, Polen. Einhundertzweiundfünfzigeinhalb Kilogramm, Kolodow, Sowjetunion. Ocimek. Der Finne Kailajärvi beginnt mit 155 Kilogramm. Zweiter Versuch von Betzold. Für Weltmeister David Riegert aus der Sowjetunion wurden 157,5 Kilogramm aufgelegt. Auch Olympiasieger Nikolov aus Bulgarien beginnt mit 157,5 Kilogramm. Zweiter Versuch von Kolodow.
Dritter Versuch von Radev. Auf 160 Kilogramm wurde erhöht. Nun geht es um die Medaillen. Zweiter Versuch von Kaila Järvi. Letzter Versuch von Petzold. Kolodov und Kaila Järvi steigen bei 160 Kilogramm aus. Petzold ist Dritter. Nikolov 162,5 Kilogramm. Der Bulgare liegt an der Spitze. Kilogramm wurden aufgelegt. Riegert. Nikolov. Um Weltmeister im Reißen zu werden, muss Riegert 165 Kilogramm bewältigen. Der Versuch ist gelungen. Das Stoßen des Mittelschwergewichts beginnt der Österreicher Hill mit 180 Kilogramm. Schon dieser Versuch sichert ihm mit 320 Kilogramm den 10. Platz. Zweiter Versuch, 185 Kilogramm. Hill kommt nicht zum Stehen. Die Füße stehen außerdem in Schrittstellung. Der Versuch misslingt. Letzter Versuch, 185 Kilogramm. Hill leitet den Versuch innerhalb der 3-Minuten-Frist nicht ein und wird abgerufen. Dritter Versuch von Nikolov, 190 Kilogramm. Schon zweimal hat der Olympiasieger die Hantel abgeworfen. Petzold, erster Versuch mit 192,5 Kilogramm. Kaila Järvi. Auf 197,5 Kilogramm wurde erhöht. Kolodov. Radev.
Petzold. Kaila Järvi. Kilogramm. Erster Versuch von Riegert. Erbittert wird um die besten Plätze gekämpft. Der Amerikaner Gribaldi. Ochimek. Radev. Wieder der Finne Kaila Järvi. Zweieinhalb Kilogramm. Petzold kann sich nicht mehr steigern und wird hinter Riegert und Kolotow Dritter. Riegert steigert auf 207,5 Kilogramm, doch die Spannung ist weg, denn er ist bereits Weltmeister. We'll be right back.